can't touch this. You can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid. Und erstmal ein riesengroßes Sorry, dass die letzten 3 Tage nichts von mir kam. Dafür baller ich euch 3 Folgen jetzt hintereinander raus. Also heute, morgen und am Montag. Und dann geht's regulär wieder am Mittwoch weiter. Ich hoffe, ihr verzeiht. Die Zeit hat's einfach nicht hergegeben. Ja, ich habe ein bisschen weiter gebastelt. Und zwar sind wir eigentlich fertig mit dem Dach. Ich freue mich, es ist endlich soweit. Also ganz fertig noch nicht. Also es ist zumindest überdacht, sagen wir es mal so. Hier müssen wir natürlich noch irgendwie eine Anbindung finden. Das ist klar, aber ich möchte mit euch diese Folge endlich mal bauen. Yay, jawohl, ihr habt richtig gehört. Bauen, bauen, bauen. Lange, lange habe ich es vor mir hergezogen. Also eigentlich nicht, ich habe gebaut, aber dass ich mit euch mal wieder zusammenbauen kann, hat jetzt doch ein paar Folgen gedauert, bis das Dach dann endlich mal fertig war. Ich würde mit euch liebend gern, jetzt muss ich mal gucken, warum habe ich denn hier verstärkte Eisendinger reingebastelt? Weiß gar nicht mehr. Die brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja, hat halt ein bisschen länger gedauert, weil wir auch eigentlich fast gar kein Material mehr hatten, ne? Wir waren ganz viele Folgen Teer sammeln. Ich musste jetzt auch nochmal Holz und Kernholz sammeln und so weiter. Aber jetzt steht es. So viel haben wir gar nicht mehr. Ich habe noch 38 Kernholz einstecken und wir haben hier noch so einen Kernholzstoß. Das heißt 88. Balken haben wir noch. Na gut, hier liegt noch ein bisschen was rum. Ich würde sagen, wir basteln erstmal ein bisschen hier an den Eingängen weiter. Weil ich finde das Dach, also ich finde das geil mit dem Dunkelholz und mit den Treppenstufen und so drin, gar keine Frage. Boah, ich habe heute so viel Speichel im Mund, ich weiß auch nicht. Ich hoffe, man hört mich nicht so dolle schmatzen. Ja, ich möchte, also ich finde das Dach ziemlich geil, aber es ist halt noch ein bisschen low. Sind wir mal ganz ehrlich, es sieht halt irgendwie überall gleich aus. Ein paar Treppenstufen fehlen auch noch, sehe ich gerade. Auf der anderen Seite fehlen noch ganz viele. Aber die Sache ist, wenn wir die Eingänge basteln, kriegen die Eingänge ja auch nochmal ein Dach und das verschönert schon mal das Hauptdach, weil wir das irgendwie integrieren werden. Wenn das dann erledigt ist, gucke ich mal oder möchte ich gern mit euch vielleicht dann hier daneben nochmal so einen kleinen runden Dachvorsprung oder so bauen auf jeder Seite, dass das Dach noch ein bisschen mehr Abwechslung kriegt, weil ganz ehrlich, so sieht es aktuell noch ein bisschen low aus. Ich meine, das hier müssen wir auch noch auf der restlichen Seite machen, dann wird es schon etwas hübscher. Und je öfter ich mir hier das angucke, gefällt es mir irgendwie immer mehr, muss ich sagen. Das ist echt cool. Am Anfang habe ich so gebaut und dachte mir, mal gucken. Und jetzt haben wir immer mal ab und zu eine Folge hier mal vorbeigeguckt. Und mittlerweile gefällt es mir sehr gut. Vielleicht liegt es aber auch gerade am Licht. Wer weiß. So, genug gequatscht. Wir basteln jetzt hier ein paar Rundholzbalken ran. Ich habe hier so viele geklaut, ey. Guck mal, hier fehlt sogar einer, der so runtergeht. Nee, warte mal, was ist denn das für einer? Ah doch, da drüben. Jetzt müssen wir mal schauen. So habe ich die Dinger rangebastelt. Richtig, richtig. Und so. Und das Ganze dann noch weiter wieder nach vorne, ne? 2 Stück haben wir gesagt. Boah, ich sehe nichts von dem Staub. So, zack. Genau. Uns wird eh zeitnah das Kernholz ausgehen. Aber okay, das kann ich jetzt nicht ändern. Ich war schon ohne Ende sammeln, und zwar beim Händler. Dem habe ich ein bisschen die Kiefern runtergeschlagen, dem Guten. So, das Ganze muss aber natürlich noch bis ganz nach oben, ne? So war es doch gedacht, oder? Oder jetzt hier schon Dach drauf. Ich sag mal, von der Höhe wird es reichen. Aber eigentlich, nee. Wir machen mal noch 2 drauf. Muss ich dann nochmal abzählen. Das, was wir auf der anderen Seite natürlich in derselben Höhe haben. So, komm. Ja, jetzt regnet's, ist klar. Zack, zack, zack und zack. Ja, besser. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie machen wir das Dach? Also, ich bin so unsicher. Einerseits finde ich den Kontrast ganz geil von dem zu dem. Andererseits lässt es sich dann natürlich irgendwie nicht so geil integrieren, ne? Wenn wir jetzt hier so ein Strohdach draufzimmern. Oder machen wir das auch im Dunkelholz-Style? Ah, ich weiß es nicht. Ist halt die Frage, ne? Wenn wir dann hier diese ründlichen Dinger machen, diese Innen- und Außenecken. Ob
das irgendwie harmoniert. Aber ich würde sagen, wir probieren es einfach. Ich hatte euch ja vorgewarnt, ich muss hier echt viel ausprobieren und kann sein, dass wir auch alles wieder abreißen. Aber so ist das eben. Jetzt lass mal gucken. Das schließt schon mal ganz gut ab. Das auch, aber ja, wir sind ja dann schon direkt hier auf der Höhe. Wir probieren einfach mal. Komm, just for fun. Und gucken uns an, wie das Ganze aussieht. Aber halt alles so komplett schwarz ist irgendwie auch nicht so geil. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen jetzt eigentlich so ein Ding hier, ne? Genau. Zack. Und das gleiche bräuchten wir doch hier nochmal eins tiefer. Richtig? Richtig. Und eigentlich dann hier nicht nochmal. Ah, das sieht irgendwie ein bisschen doof aus. Warte mal, wenn wir jetzt hier noch so eine Außenecke dran basteln. Ist das so richtig? Nee, ne? Nee, das ist absoluter Quatsch, was ich gerade mache. Ach, schön. Ja, lässt sich halt nicht so geil integrieren, ne? Aber andererseits hat es auch wieder irgendwie was. Wir basteln das mal so weiter. Jetzt überlege ich nur gerade wegen hier. Das sieht ja dann hier richtig bescheuert aus. Oder lass mal so. Ah, komm, wir machen mal die andere Seite. Oh, ich habe echt Bock mit euch. Ich habe richtig, also ich habe Bock mit euch zu basteln, zu bauen. Ach, guck mal, man kann hier durchscrollen. So. Und freue mich, dass wir jetzt endlich mal so weit sind, dass das Dach steht. Eventuell. Na gut, vom Winkel her finde ich so eigentlich gut. Also, ach Mist, warte mal, dann komme ich nicht mehr hoch. Ja, anders wird's ja nichts. Da jetzt 26 Grad draus zu machen, macht keinen Sinn. Mann, jetzt bleibt doch mal stehen, hier sind doch überall Treppenstufen. So, zack, jetzt hier Dingsecke. Zack. Wie habe ich das denn vorhin hier reinbekommen? Hier irgendwas anders gemacht? Hä, bin ich doof? Wo habe ich denn das Ding hier angesetzt? Ah, das sah hier doch auch anders aus. Warte mal, wir reißen es nochmal ab. So. Ach, fallen die bitte nicht runter. Habe ich das denn hier angesetzt? Hallo? Schön, wieder völlige Verpeiltheit hier beim Bauen. Wie man es kennt. Oder man macht halt nur diesen. Ah, sieht auch doof aus. Was fehlt denn jetzt? Normales Holz, ne? Ah, Gott. Wir werden wahrscheinlich nicht einen Eingang fertig kriegen. Also ja, wir müssen das mit dem Übergang noch schöner hinkriegen. Aber ich finde prinzipiell den Farbkontrast von dem hellen Strohdach und dem dunklen Dunkelholzdach gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Ich glaube, so lassen wir es. Die Sache ist, wir haben halt auch bloß noch ein Stack Holz. Oh Mann, ey. Und ich möchte auch unbedingt noch die Truhen da hinten basteln, also in unserem Lagerraum. Erstes Obergeschoss, definitiv mehr Truhen, weil mittlerweile ist alles irgendwo drin und ich finde nichts mehr. Das nervt, das mache ich aber ohne euch, weil das ist echt langweilig, einfach nur 20 Truhen bauen und Schilder beschriften. Ah, was ist denn heute los? Aufstoßen und schmatzen. So nenne ich die Folge. Ja. Und die ganzen Truhen dann zu sortieren, ganz ehrlich, das muss ich nicht mit euch machen. Was ist denn jetzt hier? Ach nee, guck mal, das ist auf jeden Fall richtiger Murks. Das muss wieder weg. So, jetzt lasst mal überlegen. Zack, zack, zack. Wenn wir das jetzt dran setzen, fände ich eigentlich ganz stylisch. Ich hatte auch kurz überlegt, ob wir das ganz bis zum Boden ziehen. Ah, es geht gar nicht bis ganz runter. Ist halt die Frage. Wenn wir natürlich genau in derselben Position rauskommen würden wie hier drüben,
Wird es geil aussehen. Was haben wir denn? Wir haben das Ding und dann nach zwei. Das Ding, da, ja, das könnte hinhauen. Ah, das wäre schon geil. Dann hast du das Ding und hier so zwei so eine Haken. Ich glaube, das fände ich geil. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch, also Cannons haben wir noch auf jeden Fall noch genug. Wie weit gehen die jeweils? Die gehen bis dorthin. Also die müssen hier hinten ansnappen. Komm, zack, zack, zack. Alter, was für ein Projekt, oder? Das Haus, mal ganz ehrlich. Ein Riesending. Ich finde es ein bisschen schade mit dem Baum hier. Ich hätte ihn so gerne behalten, aber das sieht richtig bescheuert aus, wenn er hier direkt vor dem Eingang ist, glaube ich. Wir gucken es uns mal an, wenn es fertig ist, aber ich denke, das wird so nix. Müssen wir mal gucken, wir haben da noch zwei höher gebaut, ne? Das ist auf dem, ne, eins höher. Eins höher als die, die in der Fassade sind. Ach, die kosten zwei Kernholz. Ach, Quatsch. Was ist denn hier passiert? Ne, hier habe ich ein bisschen was vergeigt. Ach, warum kosten die denn zwei Kernholz? So eine Scheiße. Super, jetzt... Oh, ja, wir sind richtig weit gekommen. Hey, 11 Minuten. Wuhu! Ja. Schade. Na gut, dann basteln wir jetzt erstmal noch mit den Ressourcen weiter, die wir haben. Wenn ich Glück habe, habe ich auch noch ein kleines bisschen normales Holz zumindest in der Kiste gelagert. Ich weiß nicht, ob es mich stört, dass der ganze Spaß jetzt nicht ganz bis zum Boden runtergeht. Aber da könnten wir notfalls auch nochmal so ein Ding... Ja, ja. Ich glaube, das wird's. So, jetzt gib mir mal das hier. Ey Leute, es wird geil. Ohne Scheiß, ich freue mich. Es nimmt langsam Form an. Ich glaube, das gefällt mir hier so sehr gut. Ob wir das so lassen mit dem Übergang, sei mal noch dahingestellt. Also zu dem Dunkelholzdach. Irgendwie gefällt es mir noch nicht so, aber mal gucken. Vielleicht können wir es noch ein bisschen hübsch machen. Oh, wir haben etwas Mangel. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, was ich alles gemacht habe außerhalb der Folge. Also ich war Holz sammeln, habe Dach weitergemacht, das Flachs habe ich nochmal abgeerntet. War tatsächlich doch mehr, als ich gedacht hätte. Hab wieder welches Neues dran gemacht. Ich glaube auch, ich habe Lebensmittel hergestellt. Wir können mal ganz kurz schauen. Schlangeneintopf. Guck mal, hier haben wir Würste. Ohne Ende. Es kann auch sein, dass ich es mit euch zusammen gemacht habe. Und Brot auf jeden Fall. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube fast, ich habe es ohne euch gemacht. Ich wollte es euch nur gezeigt haben. Nicht, dass es heißt, wo hast du auf einmal 40 Würste her? Ja, also das gefällt mir. Das wird geil. Jetzt ist hier natürlich ein bisschen... Ach Mann, uns fehlt so wenig Kernholz. Ah, warte mal, komm. Der Baum muss doch wahrscheinlich eh dran glauben. Her damit. Ja, ich nehme heute die Folge für heute auf. Dann gucke ich mal, dass ich hier heute Abend noch eine Runde Kernholz sammle und normales Holz sammle. Dass ich dann morgen noch die zwei weiteren Folgen aufnehmen kann für euch. Und wir hier weiter basteln. So, wie viel haben wir denn jetzt? 13 Stück, das wären schon wieder bloß noch 6 Balken. Das reicht wieder im Leben nicht. Aber wir basteln jetzt erstmal so weit, wie es geht. Ich hätte an sich auch Bock gehabt, ganz ehrlich, das Dorf weiter zu vernichten, wo wir aufgehört haben, die geile letzte Folge. Aber jetzt habe ich so lange hingezogen mit euch, dass ich Bock habe, was zu bauen. Lasst mal einen bauen, Alter. Komm her damit. An sich brauchen wir doch bloß noch... Ja, ich glaube, das kriegen wir doch hin. Zack. Obwohl, wir müssen noch... Müssen wir noch eins höher? Ja, eins müssen wir noch. Kacke, jetzt reicht's doch nicht, oder? Das Ding kriege ich jetzt nicht angesnappt, weil ich dort den Balken nicht hoch genug gezogen habe. Mann. Den Balken kriege ich jetzt nicht gesetzt. Ah, obwohl, wir haben hier eine Treppe. Könnte klappen. Nicht fallen. Ach komm, spring hier drauf. Ja. Und zack, so.
Alter, ey, diese ganze Balkenkonstruktion hier, dass dieses Dach hält. Ich bin so froh, dass es geklappt hat. Es ist einfach so mega geil. Oh, wir müssen das so ordentlich hübsch machen. Ich würde mich so ärgern, wenn ich es jetzt verkacke mit der Inneneinrichtung und das am Ende genauso kacke aussieht wie alle anderen Gebäude bisher. So, her damit. So, und jetzt hier nochmal. Nein. Ach komm, ey. 4 Kernholz brauchen wir noch. Wo kriegen wir die jetzt her? Liegt hier irgendwo noch was? Ach so, die ganzen Steine habe ich mal verteilt. Wir hatten ja hier ein paar, wir hatten extrem viel in der Kiste. Wir haben echt viele Steine. Nur mal so als Info. Ich war selber erschrocken. Also an Stein mangelt es uns auf jeden Fall erstmal nicht. Jetzt brauchen wir aber noch ein bisschen Kernholz. Komm, wir haben die Axt einstecken. 16 Minuten sind rum. Wir gehen jetzt einfach mal kurz fix zum Händler. Ach, jetzt haben wir zweimal Händler. Welcher war es denn? 50-50 Chance verkacke ich immer im Leben. Einfach immer, wirklich. USB-Stick oder was auch immer. Ich verkacke es immer. Mal gucken. Ja, diesmal war... war das Glück mit mir. So, komm, hier haben wir noch ein paar Kiefern stehen. Zack. Wir hauen jetzt hier auch keinen uralten rein. Wir gehen jetzt hier eine so eine Kiefer fällen. Aber ist eigentlich ganz geil, hier direkt beim Händler unendlich Kiefern. Kann man sich immer ein bisschen was snacken. Und ist halt sofort da mit dem Portal. Ja, an sich reicht schon. Komm, den Baumstamm hauen wir noch klein. Jawohl. Und weg hier. Dann passt es. Weil dann würde ich ganz gerne mit euch die Folge, den zweiten Eingang auch noch basteln. Ich denke, das sieht cool aus, wenn sich die beiden Dächer so treffen. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ich glaube, so schwer ist es nicht zu verstehen. Oh yeah, Baby. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall hier noch. Ich denke, in dem Bereich und drüben natürlich auf derselben Stelle hier nochmal so einen kleinen Haken oder irgendwie so einen kleinen Dachvorsprung bauen. Aber der Farbkontrast gefällt mir. Und so wie es bisher aufgebaut ist, auf jeden Fall auch. So, jetzt komm, zack, hier, 2 Stück noch hin. Bam und bam. Und los geht's. Ich hoffe, es hat jetzt die richtige Höhe. Ja, sieht gut aus. Sehr schön, so. Na, nicht runterfallen. Ich habe mittlerweile so eine Paranoia bekommen vor dem Runterfallen, weil es mich einfach so viele Tode gekostet hat. Ach ja, weil ich jetzt wieder in der Mitte stand, ne? Ja, jetzt brauchen wir natürlich wieder eine. Aber die war mir gerade im Weg. So. Bestimmt gleich normales Holz leer, ich sag's euch. Das passt. Einmal aufs Dach. Ich frage mich gerade echt, warum ich die hier hingebastelt habe. Vor allem, guck mal, die sind alle grün. Da haben wir wieder das Phänomen. Was ich euch das letzte Mal eigentlich zeigen wollte, weil eigentlich übernehmen die ja die Fundamenteigenschaft. Aber ihr seht's, hier machen sie es nicht. Ach, da brauche ich die Schmiede. Ja, die machen es jetzt nicht, obwohl das Ding definitiv auf dem Boden steht. Deswegen hatte ich hier überall diese Holzplatten und Steindinger nochmal rausgeschmissen. Wollte ich euch ja zeigen, aber auf einmal war es ja Vorführeffekt und es hat geklappt, warum auch immer. Auf jeden Fall hat es mich ganz schön an die Verzweiflung getrieben. Ich war echt ganz kurz leicht aggressiv. Wie ist denn jetzt richtig? Ich sehe es nicht. So. So. Jawohl. Komm, jetzt lass das normale Holz bitte noch reichen. Wir haben ja beim Kernholz gerade auch noch normales gesammelt. Zack. Zack. So. Jetzt wird es dunkel. Zack. Dieser Baum ist auch ein... Ach Mann, weil ich immer genau auf dem... Ach nee, hier habe ich keine reingebaut. Ich nehme alles zurück. So, ich glaube, so müsste es passen. Ey, das waren jetzt 20 Fallschaden, ne? Für so ein kleines Stückchen. Naja, ich bin aber auch gesprungen.
Fermentierer könnte fertig sein. Nö, natürlich nicht. Ach. Mit der Kraft des Uralten schläft es sich besser. Auf einem Holzbett. Lifehack. Easter Egg von Iron Gate. Wie lange haben wir noch? 20 Minuten. Ein bisschen Zeit ist noch. Das freut mich. Ah, jetzt habe ich wieder den Uralten verbraucht. Ich jetzt nach der Folge wieder Holz sammeln möchte, ist das wieder völlig scheiße. Aber ich muss sagen, das gefällt mir. Es gefällt mir, auf jeden Fall. Boah, ich hätte sogar Bock, das noch weiterzuführen. Selbst wenn keine Eingänge drin sind. Aber nee, dann wird es irgendwie wieder zu einseitig. Scheiß drauf. Aber es gefällt mir, schön. So, dann können wir hier überall noch... Haben wir noch Kernholz? Wisst ihr, was haben wir noch? Können wir diesen noch machen, dass das ein bisschen abschließt? Ich glaube, das gefällt mir besser. Und den und... Ah, jetzt reicht's nicht mehr. Okay. Schön. Jetzt müssen wir uns mal noch überlegen, was wir hier damit machen. Also... Ach, der Baum ist im Weg. Oder warte mal, gibt's von... Von der Teergeschichte gibt's doch auch Innen- und Außenecken, ne? Wir haben noch Teer einstecken, eins haben wir noch. Mach's weg. Ja, das integriert sich ja. Ach so, und ich bin ja auch dumm. Eigentlich müssen wir doch jetzt auch das wegreißen, richtig? Oder falsch? Warte mal. So, die Treppenstufen sind noch drunter. Also passt auch nicht. Bin mir gerade nicht sicher, ob einfach die Treppenstufen im Weg sind. Warte mal, jetzt haben wir ja, glaube ich, gerade wieder ein Teer aufgesammelt. Ja, ob das drunter ist oder nicht, macht, glaube ich, keinen Unterschied. Hä? Ich muss doch... Ach ja, weil das wieder alles hier runtergefallen ist. Das Teer liegt natürlich ganz unten. Wir gucken uns das nochmal an. Ja, es sieht irgendwie noch beschissener aus. Ja, es hat sich auch absolut nicht richtig integriert hier in die Geschichte. Hm. Och, Mann, jetzt mach doch mal. Hallo. Das ist doch... Sorry, ich komme mit sowas echt nicht zurecht. Ihr merkt es schon. Ich glaube, es ist falsch. Ich glaube, das muss jeweils eins tiefer. Ne, der Spaß ist definitiv verkehrt. Hm. Was machen wir damit? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, das ist 26 Grad. Hier haben wir 45. So hatten wir es jetzt. Ja, das passt einfach so von der Höhe nicht, weil eigentlich muss das dieselbe Höhe, also mit dem da drunter sein. Ich weiß nicht, hatte ich es jetzt hier verkehrt, 26 Grad? Ich glaube, da haben wir das Falsche genommen, ne? Aber es sieht halt trotzdem. Also einerseits snappt es nirgendwo ein, so richtig. Ja, und es sieht kacke aus. Aber das will jetzt hier gerade auch gar nicht mehr, ne? Was ist denn jetzt? Hallo? Oh. Es ist auf jeden Fall definitiv nicht so, wie es gedacht ist. Ne, hier unten haben wir die Kleinen, ne? Egal, wir lassen das jetzt erstmal so. Ich will mich nicht weiter damit rumärgern. Oh Gott, nee. Ist doch völlig verkehrt, was ich hier mache. Das war doch gerade nicht so schlimm. Hä? Würde wahrscheinlich besser aussehen, wenn ich das hier einfach fortführe. Hier so ins Dach rein, ne? Ja, guck mal.
Ich habe die Sachen einfach falsch angewendet gerade. Jetzt wird es wahrscheinlich hier ins Dach reingucken. Aber sieht dafür deutlich besser aus. Müssen wir mal gucken, wie es jetzt mit dem Dach aussieht. Na gut, das ist da hinten. Wir haben das eine Ding auf jeden Fall verkehrt gesetzt. Das müssen wir gleich nochmal ändern. Aber ich würde mal behaupten, ja, sieht so deutlich besser aus. Wir müssen es ja nicht rund machen, weil es eh zwei verschiedene Materialien sind, sieht es dann am Ende kacke aus. Jetzt müssen wir bloß mal gucken. Ja, hier, das Ding haben wir komplett falsch gesetzt. Hier unten sind nämlich doch die 45 Grad Dächer. Jetzt werde ich hier wahrscheinlich bloß nie wieder rankommen. Ach, Manu. Aber gut, dann führen wir das sofort und gut ist, so passt es doch. Reiß nochmal ab hier. Mach's weg. Ist das jetzt richtig? Nee, ich glaube, wir müssen die Stufen nochmal rausnehmen. Jetzt, und dann können wir wieder... Ja, hier unten brauchen wir eh keine Treppenstufen. So, und Dings hier, komm. Zack. Sag mir mal bitte, dass das wieder richtig ist. Ja, es fehlt bloß die Treppenstufe, aber ansonsten passt es. Okay, komm, Lösung gefunden. Ich hab mich wieder dumm angestellt, sorry. Aber so haut's ja erstmal hin. Die Frage ist jetzt natürlich auch noch, wann ich generell hier noch so Holzbalken ranmacht. Weil diese schmale Holzkante gefällt mir irgendwie nicht so wirklich. Aber gut, das haben wir in der Folge geschafft. Wir brauchen eh noch Kernholz und alles so weiter. Deswegen machen wir jetzt erstmal Schluss an der Stelle. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, heute, morgen und Montag kommt eine Folge. Und ich werde jetzt gleich nochmal ein bisschen Holz sammeln. Bis dahin, macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.